Was passiert, wenn wir das Meer trockenlegen? Okay, das klingt jetzt erstmal wie eine verrückte Idee, aber erstens ist es gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst, und zweitens haben das Menschen schon mal versucht. Was geht ab mit unserer Spezies? Warum können wir nicht einmal normal sein? Ich präsentiere Atlantropa, eine Idee der 1920er Jahre von Hermann Sörgel, um das kriegszerrüttete Europa friedlich zu vereinen und Afrika an Europa anzuschließen, um den Kontinent in bester kolonialistischer Manier zu übernehmen. Die Idee war es, das Mittelmeer größtenteils trocken zu legen, indem man an den wichtigen Zuflüssen Staudämme installiert, die eine gigantische Menge nachhaltigen Strom produziert und den Meeresspiegel um 100 bis 200 Meter abgesenkt hätten. Denn wenn ein Meer keine Zuflüsse mehr von außen bekommt, dann verdunstet es einfach. Wie eine große Pfütze. Doch bis heute ist unklar, wie gefährlich das Projekt wirklich gewesen wäre. Die Staudämme stünden unter extremer Tsunami-Gefahr, der Lebensraum von tausenden Lebensarten wäre gefährdet worden und der internationale Schiffshandel wäre stark eingeschränkt gewesen. Und so sollte Atlantropa bis heute nur eine Idee bleiben.